Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, dass eine neue Folge kommt. Ich hatte nämlich richtig Klausurenstress. Ist noch nicht ganz vorbei, allerdings die Zeit fürs Videos aufnehmen und überhaupt zocken ist wieder da. Das heißt, es geht jetzt weiter. Heute kommt eine, morgen kommt eine. Aber seht ihr, ihr schaut euch ja gerade das erste Video an. Ich bin gerade am Überlegen, was ich machen möchte, denn wir haben doch die eine oder andere Baustelle. Ich habe ein bisschen geguckt. Wir haben ja zwei Gates noch gar nicht angeschlossen, aber da fehlt uns oben noch einiges. Dann müssten wir das ein bisschen runter verschieben. Die Toiletten sind viel zu klein. Wenn man sich das hier anguckt, was wir zuerst machen. Hier ist sogar noch die Gepäckausgabe. Das heißt, irgendein Gepäckband oder irgendein Gate ist noch gar nicht angeschlossen. Ich glaube, die drei hatten wir noch gar nicht angeschlossen. Auf jeden Fall machen wir hier direkt die Toilette oder machen wir da so einen kleinen Weg, so wie es jetzt ist. Das sieht eigentlich besser aus, wenn da ein bisschen Platz ist. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Ja, wir müssen hier noch alles fließen. Das dauert. Aber ich würde sagen, wir waren die letzte Zeit immer eine Gepäckausgabe, dass wir die jetzt vielleicht fast fertigstellen. Einmal kurz gucken. Planung. Hier sind vier Platz. Machen wir das hier genauso. Und setzen gleich die vier Gepäckbänder. Dann haben wir nämlich die auch schon mal gesetzt und können gucken, wo wir unten dann genau rein und raus kommen. Ja, müsste ja so vier gewesen sein. Sieht man das jetzt schon? Ja, sieht man schon. Und wir... Das wird jetzt gebaut. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt, während das gebaut wird, hier sogar eine Wand drüber ziehen? Können wir, okay. Das heißt, die Wand könnten wir so schließen. Macht das gerade Sinn? Weil wir wollten ja vielleicht doch noch die eine oder andere Tickethalle machen. Aber gut, darüber kommen wir... Ja, da bleibt uns... Also wir könnten hier einmal Platz gewinnen, aber ich weiß gar nicht, ob... Ja komm, was, wenn wir den Platz haben, dann haben wir den, sonst haben wir da toten Raum. Da kommt eine Wand hin. Haben wir hier eine Treppe? Nein. Das heißt, wir können auch hier schon mal in der Zeit das löschen. Ja, 109.000. Wie viel bräuchten wir, um hier alles unten auszubauen? Knapp 700.000. Das dauert noch. Ja, Tickethalle sieht allerdings eigentlich ganz gut aus. Müssen natürlich auch immer gucken, dass wir dann den Anschluss haben an die Gepäckbänder. Was ich mir vielleicht halt irgendwann mal vorstellen könnte, dass hier irgendwo noch was landet. Oder dass alles noch eine Etage weiter runterkommt. Aber ich möchte das jetzt erstmal so haben, wie es ist. Denn es wird ja wieder dann viel teurer. Und ich möchte auch irgendwann mal doch in großen, noch in größeren Schritten als jetzt schon weiterkommen. So, die sind gebaut. Das heißt, wir brauchen jetzt genau dasselbe wie hier. Wir brauchen Objekte. Ne, bei der Versorgung ist das. Gepäckknotenpunkte. Ja, das wird auf jeden Fall eng. Können ja jeden Platz ausnutzen, den wir hier haben. Wie haben wir das hier gemacht? Wir haben die beiden miteinander verbunden. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Geht das überhaupt noch? Das würde gehen. Geht das?
Wir müssen weiter runter. Also hier kommt ein Förderband hin. Das kann ich ja schon mal markieren. Das würde dann da reingehen. Das würde so gehen. Das wäre so. Dasselbe auch hier, wo wir das hier, egal wo wir das hier hinsetzen. Also das ist, da sparen wir nichts. Einmal so und jetzt die Verbindung dazwischen. Jetzt haben wir auf jeden Fall gleich alle 8 Gepäckbänder am Netz. Gut, hier müssen wir noch einen kleinen Umweg fahren. Das könnten wir ja eigentlich auch direkt machen, dass wir, falls wir da noch was hinmachen wollen, so wenig Platz wie möglich in Anspruch nehmen. Und das geht jetzt hier hoch. Jetzt ist die Frage, können wir hier rein? Müsste eigentlich funktionieren. Die Gepäckstücke kommen von oben. Aber wir können zumindest erstmal da rein. Jetzt möchte ich nämlich im zweiten Schritt erstmal gucken, welche Gates wir alle angeschlossen haben. Und das sind, wie vermutet, nur die kleinen. Das heißt, es fehlen jetzt noch die mittleren und es fehlen die beiden großen. So, wo haben wir die? Da, Gepäckdepot. Okay, braucht natürlich auch hier Platz und ein Gebäude. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir das am geschicktesten anstellen. Hier haben wir wieder einmal den Tank im Weg. Wir könnten jetzt hier, ich bin gerade am Überlegen, hier müssen wir drunter her. Da kommen wir nicht drum herum. Über kurz oder lang. Wie haben wir das denn hier? Wir haben einmal raus und einmal rein. Ob wir die, wenn wir hier 2 Stück hinmachen, vielleicht hier und dort, ob wir die verbunden bekommen mit einem Gepäckknotenpunkt. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Wie viel Geld haben wir? Ein bisschen was. Ich lasse mal wieder schneller laufen, damit noch mehr Geld dazukommt. Für Platz brauchen wir ungefähr, die waren jetzt 6 lang. So, 15, dann nochmal 6 macht 21, plus Pfand macht 22. Gut, der Platz wird nicht ausreichen, aber erstmal ein bisschen Geld sparen. Ja, sind die schon hier mit dem Bauen fertig? Nein. Okay, dann wird das noch ein bisschen dauern, bis die da oben zu uns kommen. Hier würde ich noch abwarten, was jetzt die finale Lösung sein wird. Wie viel Platz wir wirklich brauchen. Bevor wir da nochmal eine Etage weiter runtergehen, um unter der Pipeline herzukommen. Gut, ihr seid nicht angeschlossen, das weiß ich. So, da sind sie fertig mit Bauen. Das scheint auch zu laufen. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir die 5 verbleibenden Gates noch anschließen. Ja, und irgendwie müssen die auch hier rein. Das ist nämlich das. Hier müssen sie rein. Oder ob man das vorher irgendwie alles verknüpft. Wir haben leider nur noch nach dem Update, was ja jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, noch einen Gepäckknotenpunkt. Damals konnte man ja zwischen mehreren wählen. So, die sind gleich fertig, aber können wir schon mal gucken, kann man die drehen? Am besten gucke ich das von oben. Ja, kann man. Man kann die drehen. Okay, ich wollte die eigentlich so platzieren. Ja, aber es ist, glaube ich, auch komplett egal, wie rum die sind.
Ne, eigentlich so wie ich es geplant habe, fehlt an jeder Seite einer. Also nochmal ganz kurz einmal Fundamente nachkaufen. Und dann gucken, wie wir das am besten alles zusammenbekommen. Ich denke, wir brauchen auch mehr Tickethallen. Die Frage ist halt noch, oder erstmal, wo die hinkommen. Und dann ist noch die Frage, wie wir die alle... Eigentlich müssten wir nochmal einen Punkt machen, einen Knotenpunkt, der dann alle hier nochmal verteilt. Das könnte man eigentlich machen wie hier unten, dass man das so ein bisschen separat macht. Ich zeige euch gleich, wie ich das meine. So, jetzt kann die Wand hier schon mal weg. Ja, auf jeden Fall brauche ich dafür mehr Platz. Die werden jetzt in Windeseile abgebaut. Sprit ist gerade sehr günstig und geht sogar noch runter. Aber ich möchte mich jetzt eher auf das andere konzentrieren. Dann, wie viel können wir haben? 190.000 Liter können wir noch kaufen. So, Depot. Ja, Versorgungsdepot. Nee, Gepäckdepot, so. Durch Zaun oder... Ach, ich kann das hier nicht drauf machen. Das ist... Okay. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Okay. Also muss das Ganze ein höher. Und wieder ein mehr zur Seite. Ich glaube, nee, die Seite müsste im Weg sein. Also das ganze Spielchen nochmal ganz kurz. Wand einreißen dürfte noch nicht gehen. Wie schaut es denn aus? Okay, 20 Uhr. Ja, Tickethalle ist jetzt halt schon ein bisschen überfüllt. Können ja in der Zwischenzeit... Ach, die sind schon fertig. Ne, sind sie nicht. Das heißt, wir könnten mal wirklich in der Zwischenzeit mal nach dem Flugstatus gucken. Und das sieht alles storniert wegen... Gate konnte nicht reservieren. Von Fluglinie abgelehnt. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Problem, was unsere Flüge angeht. Zu spät. Zu deutlich zu spät. Okay. Jetzt ist die Frage, warum sind die zu spät? Vielleicht durch die langen Laufwege? Weil es ist schon extrem voll an unserem Flughafen. Aber ich möchte jetzt erstmal das mit dem Gepäck machen. Jetzt ist eh Nacht. Müssen wir halt dran denken, ein paar neue Flüge zu holen. Oder also beziehungsweise anzunehmen. Aber jetzt lasst das bitte funktionieren. Zumindest schon mal das platzieren. So, Versorgung. Und ich möchte... es genau so rum haben. Ich glaube, unten haben wir jetzt... Ja, das passt sogar. So, jetzt möchte ich das nämlich so machen, wie wir das hier unten haben. Und zwar Gepäckknotenpunkt. Zweimal rein und zweimal raus und einmal zur Seite. Bin ich gerade am Überlegen, wie wir das am geschicktesten machen, weil sonst müssten, wenn wir es so, also wenn wir es längs machen, dann müssen wir auf jeden Fall noch eine Etage drunter machen, weil wir uns sonst mal im Weg sind. Wenn wir das jetzt so drehen, oben rausgehen würden, um nach rechts zu kommen. Ich bin gerade am Überlegen, wie man das am besten macht. Ich glaube, wir müssten uns immer im Weg sein. Oder wir machen einfach zwei und dann geht's. Dann geht's auf jeden Fall. So viel Platz würde ich jetzt gebrauchen.
Ja, nehmen wir einfach bis hier zur Landebahn. Bis, bis hierhin. Und gucken dann einfach weiter. Ja, hier haben wir das Gebäude genauso lang. Okay, wir haben aber Probleme mit unseren Fliegern. Es kann ja eigentlich nur an den Wegen liegen. Also die Wege, die die Leute zurücklegen müssen. Weil die Schlangen fand ich jetzt nicht übermäßig lang. 10 Ticketschalter. Security ist... Müssten 12 sein. Ist auch nicht wenig. Na, vielleicht gleich mal beobachten. Die Wand kommt weg. So. Und jetzt... Moment, rein. Ja, so rum müsste richtig sein. Und hier müsste das dann einmal gedreht werden. Hier kommt das 2. Ups, ja, ist, haben sie recht, ist falsch der Typ. Da möchte ich den benutzen. Okay, wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt schon mal die Verbindung mit dem 2-Wege-Förderband. Das heißt, es reicht, wenn wir das 2-Wege-Förderband irgendwo anders dran anschließen. Hier unten geht es ja leider nicht. Und hier oben geht es auch nicht. Ich bin gerade überlegen, wenn wir nämlich jetzt hier so einen Knotenpunkt hinsetzen, wie wir das dann am gescheitesten machen. Denn wir wir könnten es so machen und hätten... Können in oben zwei Wege förder... Das 2-Wege-Förderband könnten wir nach links führen. Die Anschlüsse, die wir brauchen, lassen wir da. Dann führt das andere Förderband runter. Dann fehlt allerdings unten ein Anschluss für ein 2-Wege-Förderband. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, weil dann brauchen wir oben sehr wenig Platz. Oder wir gucken halt, dass wir oben den Platz benutzen und unten mehr Platz haben. Falls es wirklich an Security und Ticketing liegt. Können wir einfach nochmal ein bisschen Fundamente bauen. So. Hier soll das ganze Experiment jetzt mal versucht werden. Ne, das dürfte gar nicht, das geht so auch nicht. Es geht hier, wir kommen nämlich hier unten nicht mehr an das Förderband dran. Oder können wir das hier, das geht bestimmt nicht, oder? Wie sieht das denn aus dann? Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussehen würde. Hier fehlt, glaube ich, einfach nur ein Förderband. Ja. Weil dann will... Okay. Dann sollte einer hier unten reichen. Dann müssten wir da mehrere Anschlüsse dran kriegen. Oder das ist nochmal so ein... Nochmal so ein Sortierer. So, die sind da am Bauen. Ich würde sagen... Ich lasse die da eben zu Ende bauen. Und wir machen oder stellen an diesem Wochenende auf jeden Fall die Gepäckbänder fertig und gucken uns dann mal an, was unsere Passagiere sagen. Ob das immer noch so schlimm ist.
Ich glaube, wir sind an dem Punkt drüber hinweg, wo das Ganze hier schon Abhilfe schafft. Aber das gucken wir uns einfach nach und nach alles in Ruhe an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wo es dann weitergeht und hoffentlich zum letzten Mal, dass wir uns mit den Gepäckbändern beschäftigen müssen. Bis morgen. Ciao.